Diese Ostercupcakes. Und wie ich sie hergestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Für den Teig benötigen wir 2 Eier, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Öl, 130 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Nüsse. Welche ihr da verwendet, bleibt euch überlassen. Ich habe mich für Mandeln entschieden. 150 Gramm Möhren, ich habe sie schon geraspelt, die Schale einer Orange und eine Prise Salz. Das Rezept findet ihr auch in der Infobox. Ich gebe jetzt die Eier. Den Zucker und die Orangenschale. Und eine Prise Salz. Das schlage ich erstmal auf. So, die Masse ist jetzt deutlich heller geworden. Jetzt gebe ich das Öl hinein. Das Mehl und das Backpulver. Meine Nüsse, in dem Fall die Mandeln. Und meine Möhren. So, und ich verrühre das jetzt auf kleinster Stufe. Cupcakes wandern jetzt in den Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten. Für das Topping brauchen wir 200 Gramm Butter, 200 Gramm Puderzucker und 200 Gramm Frischkäse. Ich gebe jetzt die Butter und den Puderzucker in die Schüssel. Schlag es cremig auf. Jetzt gebe ich den Frischkäse dazu. Die Creme, die ist jetzt fertig. Anstatt Farbe, weil ich möchte nämlich meine Creme einfärben, anstatt brauner Farbe nehme ich hier Backkakao. Ich gebe erstmal so einen Teelöffel rein und schaue mal, wie dunkel sie wird. Und Bum bum bum.
Ich denke, für mich müsste das gut sein. Für die grüne Creme habe ich einfach von Wilton natürlich statt den Backkakao könnt ihr auch Farbe verwenden. Also ihr müsst jetzt kein Kakaopulver nehmen. Achtet darauf, wenn ihr Kakaopulver nehmt, ob euch die Creme da noch süß genug ist, weil das Kakaopulver ja so einen leichten Bittergeschmack hat. Also probiert sie einfach und wenn ihr meint, gebt noch ein bisschen Puderzucker dazu. Grashülle hier. Eier und steckt sie hier rein. Die braune Buttercreme habe ich in diese Tülle. Reinmachen, wenn wir möchten. Und zur Deko habe ich noch zusätzlich aus Fondant ein paar Blümchen gemacht und Schmetterlinge und drapiere sie hier mir, so wie es mir gefällt, einfach hier so hin. Thank you.
Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir doch bitte ein Däumchen hoch. Über Kommentare oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Genießt die Feiertage und lasst euch schön verwöhnen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao!